Und damit hi und servus liebe Leute, willkommen jetzt zurück zu einem weiteren hier Black Desert Online Video 6 AFK Pushing, Farming der Trophäen, wie auch immer man das nennen will hier. Denn hier geht es jetzt hier um die Sammelstufen 10 und 31, gibt jedes Mal eine Trophy, einmal Silber, einmal Gold. Sammelstufe 10 ist ja, könnt ihr das graben, und Sammelstufe 31 dann schlussendlich Frühjahrssammler ist die letzte Verarbeitungsstufe, Sammelstufe hier für die Trophies, die zwei Stück. So, wie man das natürlich das am schnellsten machen könnte, ihr könnt die Trophies beide schon direkt in der Allerersten Stadt holen. Die ist ja hier, kurz zur Erinnerung nochmal, bin ich hier in Heidel, ist die zweite Stadt. Und die Allerersten Stadt ist ja hier oben, wo ihr hingeschickt werdet, durch die Hauptquest in Velia. Ursprünglich kommt ihr hierher, vom Agris-Altar, werdet hier rüber geschickt nach Velia. Und selbst hier drin, hier bei diesem... ja, wie soll man das sagen, bei diesem Sichel oder Spitzhacke ist ja das hier. Ja, das haben wir gerade begriffen, ich meine, ist auch super. Ja, bei diesem Hackensymbol hier, ne? Da hier direkt an diesem Turm hier, da ist eine Händlerin, wo ihr zum Beispiel leere Flasche kaufen könnt. Ne? Sehr effektiv, sehr günstig und auch sehr schnell dann zu vorpushen, zumindest AFK-technisch gesehen sehr schnell. Ne? Hier könnt ihr die kaufen, bei diesem, ja Sichelsymbol, was auch immer. Na, das hier. An dem Turm hier. Oder natürlich hier in Heidel ist genau das gleiche auch. Wenn ich jetzt mal hier reingehe, nach Heidel. So, zack. Da ist dieses Symbol auch. Hier wäre in dem Fall der Händler hier. Sieht ihr hier dieses Symbol direkt unter meinem Kreuz jetzt hier. Das hier. Da müsst ihr hingehen hier. Flavio müsste der hier heißen in Heidel. Da könnt ihr leere Flasche kaufen zu einem Spottpreis. So gesehen knallt euch da gleich, was ich, 500, 600, 700, 800 Flaschen rein ins Inventar. Die ganzen Flaschen sehen ja dann schlussendlich... Wenn ich sie jetzt selber finden würde, ne, das noch nicht, dazu kommen wir gleich. Da, so sehen die aus, leere Flaschen. Da habe ich jetzt in dem Fall noch 171 an Bord hier. Und dann geht ihr einfach nur hin, oben wählt ihr halt ans Meer. Hier ist ein Fluss in Heidel. Kurz so ein bisschen ins Wasser rein. Geht hier auf Inventar, wählt die leeren Flaschen auf oder aus. Und somit hier sammelt er das ganze Ding hier ein, um die Sammelstufen zu erhöhen. Natürlich, je nach Rang von eurer bisherigen Sammelstufe, werdet ihr pro einmal einsammeln, einen Energiepunkt verlieren. Na? Bei höheren Stufen erst nach 2-3 Mal, bei noch höheren Stufen nach 4-5-6 Mal. Also das ist immer so ein bisschen abhängig von eurer momentanen Stufe. Zack, ging gerade eben schon Energie bei mir runter. Aber macht ja nichts. So geht es am schnellsten mit dem Sammeln nach oben. Ihr könnt jetzt in der Zeit, ich habe jetzt so 170 Stück, beziehungsweise noch 32 Energiepunkte von 50. In meinem Fall jetzt hier... könnte ich doch mindestens 32 Mal sammeln. Das heißt, ich könnte jetzt in der Zeit gemütlich duschen gehen, kommen wieder und dann ist vielleicht die Energie verbraucht. Na, könnte sein. Muss halt ab und zu mal kurz gucken. Aber so geht auf jeden Fall die Sammelstufe hier ratzfatz nach oben. Zu sehen unter Options, meine Info. L1 oder R1 rüber switchen zu diesem Fischsymbol hier. Hier sehen wir das Sammeln. Geselle 4 bin ich jetzt momentan bei 94%. Wenn es jetzt einmal eingesammelt worden ist, sehen wir gleich vielleicht einen Unterschied hier. Ja. Da ist es fertig. 95%. Na, so, ohne dass ich jetzt gerade irgendwie irgendwas mache, ich kurve ja hier gerade nur in den Menüs rum oder rede gerade mit euch. Na, das ist sehr simpel hochgepusht und Geselle ist ja in dem Fall schon die dritte Stufe oder Stufenreihe. Angefangen tut man ja hier, wie man bei Anbau das sieht, mit Anfänger 1. Das Ding geht hoch bis Anfänger 10. Danach kommt Lehrling 1. Dann geht es hoch bis Lehrling 10, wie man zum Beispiel das bei Fischfang hier sieht. Dann bin ich als Lehrling 9. So, und nach Lehrling geht es nochmal eine Stufe höher zu Geselle, was ich momentan ja jetzt bin, bei Stufe 4. Geht dann natürlich auch wieder hoch bis 10. So, und dann in dem Fall noch hier noch eine Stufe höher. Dann, also sprich, theoretisch Geselle 11 in Anführungszeichen, wäre dann die letzte Trophy hier, in meinem Fall, für die Sammelstufe 31, für die Gold-Trophy. Na, sehr simpel gemacht, man sieht es hier, wie es nach wie vor hochgeht. Energiepunkte, wie gesagt, geht halt langsam runter. Die bekommt ihr aber auch relativ schnell wieder, weil ihr bekommt grundsätzlich in dem Spiel alle 3 Minuten, also 3 Minuten Echtzeit, bekommt ihr in dem Spiel einen Energiepunkt wieder gut geschrieben, beziehungsweise auch, jetzt kurz mal, dass ich mal abbreche hier schnell, so, beziehungsweise auch durch Quests, kann man ja mit L2 und runter zum Beispiel aktivieren, wenn ihr hier, da nicht, wo ist jetzt hier eine, hier ist eine Quest hier, wo man das sieht, mit der Normalbelohnung links unten, dieses blaue Banner-Symbol mit diesem Arm, ne? Dieses Stärke-Symbol. Das heißt, wenn ich die Quest hier abschließe, bekomme ich zusätzlich noch Energie wieder gut geschrieben. Ne? Das ist das Symbol für zusätzliche Energie. Hier auch zum Beispiel. Ne? Da nicht. Da wieder ja. Da wieder auch. Da nicht. Genau. Also immer bei diesem blauen Symbol, bei dieses blaue Banner
Zibölchen mit dem Arm drin, bekommt ihr zusätzliche Energie zugeschickt. Zusätzlich halt, wie gesagt, zu diesen alle 3 Minuten ein Energiepünktchen mit dazu. Und ja, genau, wie ihr natürlich hier die Energiestufen hochkriegt, das hier mal in kurz in einem anderen Video, deswegen hier, was auch die ganze Fischfangstufen und alles drum und dran weiter betrifft, hier guckt da mal rein in die Videobeschreibung. Da ist dann die Playlist drin, da sind alle Videos hier zu Black Desert Online, wie man hier gefühlt 90% aller Trophäen hier, ja, ich sag mal, AFK verdient, ohne dass man groß irgendwas macht. Na, ja, aber das war es in dem Fall hier mit der Sammelstufe. Das hier geht ja definitiv am schnellsten hier mit den Flaschen auffüllen. Dementsprechend können wir die auch gleich wieder verarbeiten. Hier mit L2 hoch, rechts rüber. Also mit dem rechten Stick nach links rüber, so rum. Und dann hier unter Hitzen kann man das ganze Ding dann nochmal auswählen. Hier, bupp, Flasche Flusswasser, bestätigen, bestätigen. Und das ganze Ding verballert, haben wir in dem Fall auch gleich hier mit die Verarbeitungsstufen. Na, also dem her lohnt sich das Ding gleich doppelt. Und ja, ne, so pusht gleich beides hoch. Ja, haut rein mit dem AFK gesammelt, sage ich jetzt mal. Und ja, wünsche euch viel Spaß damit hier beim Groß-Nichts-Tun. Und ja, haut rein. Bis dann, ciao und servus.